Okay, er fängt direkt an zu ragen, nur weil ich in zwei biegen. Ey, Junge, ich komme mit meiner Gang um 15 Uhr. Ich schlag dich zu Brei, Alter. Leute, ich habe mir mal wieder eine Person gemeldet, die ziemlich aggressiv sein soll. Also der soll beleidigen, der soll rumragen, der möchte sich sogar mit Leuten prügeln oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob das Ganze stimmt, ob eure Meldung dort zutrifft. Der Spieler heißt Gangster Tim und der soll angeblich Beacons verkaufen. Das wird auch unser Aufhänger sein, warum wir überhaupt mit ihm traden wollen, weil der hat bis jetzt noch nichts im Chat geschrieben, dass er irgendwas verkauft oder so. Aber er soll heute Nachmittag geschrieben haben, dass er die halt verkauft. Und da sind auch tatsächlich direkt schon Beacons, sehe ich hier gerade. Okay, MSG Gangster Tim. Ich hoffe, dass der nicht nur AFK ist, weil ich sehe gerade ihn da unten. Ihr seht ihn. Ah, er hat sich bewegt, Leute. Gangster Tim, hi. Schreiben wir mal ganz kurz. Verkaufst du noch Beacons? Fragen wir einfach mal. Hab dich heute Nachmittag gesehen. Also ich hoffe, dass er weiterhin die Beacons hier verkauft und dass wir irgendwie mit ihm traden können. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich da verhält und ob er mich scammt, ob er dann wirklich so aggressiv ist und mich beleidigt danach oder was auch immer. Jo, hab noch welche. Okay, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Gangster Tim, okay, ich möchte 5 kaufen. Wie teuer wäre das? Müssen wir mal ganz kurz fragen, weil sonst wissen wir ja gar nicht, ob wir das überhaupt machen wollen. Wir werden das natürlich bei jedem Preis machen, egal was er jetzt sagt. Vielleicht handeln wir noch ein bisschen, wenn er das ein bisschen zu überteuert macht. Nice, nice, schreibt er. Okay. Also, interessanter Name auf jeden Fall auch. Gangster Tim 184. Hört sich auf jeden Fall nach einem etwas jüngeren Spieler an. Ich glaube, jemand meinte, dass er 15 wäre oder so. Pro Stück 2,5k. Okay, das ist ein guter Preis. Ich handle jetzt einfach mal nicht mehr. Slash R, okay. Schreiben wir direkt einmal. Mal schauen, ob er uns das Ganze jetzt hier direkt gibt, ob das ein ziemlich schneller Trade wird oder mich einfach wegscammt oder ob das jetzt irgendwie langgezogen wird hier wieder. Mal schauen. Also 12,5k, ne? Okay, ja. Können wir machen. Oh, er geht nach oben. Warte, Leute, ist da ein Trading-Raum? Nee, anscheinend nicht. Er geht wieder nach unten. Jetzt setzt er sich hier auf die Bank. Was macht der da? Du sollst mir jetzt die Beacons geben. Baut er hier die Beacons ab? Warte mal, Leute. Baut er jetzt schon die Beacons ab? Ich habe ihm noch gar nichts gepaid. Warte mal, kann ich... Oh mein Gott, ich habe den ersten Beacon direkt bekommen. Oh mein Gott, der hat anscheinend... Oh, er hat es nicht mal... Oh mein Gott, er hat es nicht mal bemerkt, dass er ihn nicht bekommen hat. Warte. Okay, direkt den zweiten holen wir uns. Oh mein Gott, Alter. Er bleibt erstmal stehen und guckt mich böse an. Oh mein Gott, okay. Wir haben ihn einfach jetzt um 2 Beacons theoretisch gescammt. Wir werden ihn natürlich nicht scammen, aber WTF, bist du... Oh mein Gott, bist du behindert? Bitte was? Okay, er fängt direkt an zu ragen, nur weil ich in 2 Beacons... Ich schreib mal, sorry. Oh mein Gott, gib mir den wieder, du... Oh mein Gott, er fängt ja richtig direkt an zu beleidigen. War nur Spaß, schreibe ich mal. Ich gebe ihm mal einen Beacon wieder. Mal gucken, ob er bemerkt, dass ihm 2 logischerweise fehlen. Aber sofort, und dann her damit. Mal gucken, ob er jetzt damit zufrieden ist oder nicht. Ich würde sagen, ich gebe ihn mal wieder und wir holen uns den nächsten nochmal. Weil er hat anscheinend nicht so einen guten Ping wie ich. Und es ist ja pingabhängig, wer das Item bekommt. Das waren 2. Okay, wir werden ihn jetzt mal ein bisschen provozieren, muss man ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es kein Grund, direkt auszuratzen. Danke, du Opfer. Oh mein Gott, er bleibt. Ich mich sogar noch weiter, obwohl ich ihm alles wiedergebe. Also, er sieht ja sogar, dass ich absolut kein Scammer bin. Oh, ja, habe ich nicht bekommen, schade. Okay, jetzt hat er schon 3. Wir haben noch 2-mal die Schau... Wie dumm baut er denn das gerade ab? Warte mal. Nein, 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 nein! Okay, wir haben noch einen Versuch, Leute. Wir haben noch einen einzigen Versuch, das Ganze zu bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Nein! Nein, 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 nein. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt keine Beacons. Also, ich habe jetzt 5. Okay, alles klar. Wir haben 5 Stück. Ich möchte gerne 6, schreibe ich. 7. Payst du? Ich möchte gerne 7. Wenn er die jetzt nochmal abbaut, dann haben wir neue. Also dann haben wir theoretisch noch 5 Chancen. Dann wird es teurer. Ja, okay. Ja, das ist teurer, wird es alles okay. Oh, warte, baut er nochmal welche ab? Ja, okay, er baut nochmal welche ab. Aber warum macht er das denn nochmal? Das ist so los. Jetzt ist es wieder mein Beacon. Jetzt ist es wieder mein Beacon, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich gehe nicht weg. Also, ich will ihn ja nicht wirklich scammen. Du behindertes etwas. Oh mein Gott, Alter, der ist richtig sauer. Gib den her. Ich schreibe dieses Mal einfach mal nee. Also, er hat mich von vornherein wenig beleidigt, ohne irgendein... Also, ich habe sogar Spaß geschrieben und er hat mich weiter beleidigt. Ne, selbst nachdem ich ihm die Items wiedergegeben habe. Das ist auf jeden Fall auch nicht so nett. Wie lost kann man sein? Okay, mal gucken. Wie bist du dumm? Ich melde dich. Scammen ist nicht verboten, schreibe ich mal. Ich hau dir eine aufs Maul. Okay, jetzt ist er wirklich richtig sauer. Jetzt ist er richtig sauer. Ich hau dir eine aufs Maul. Oh mein Gott, okay. Ah ja, also sowas macht man natürlich auch nicht. Bitte bedroht niemanden hier irgendwie. Ich zeig dir gleich, wie ich mit scheiß Scammern umgehe, du Opfer. Okay. Also egal, was irgendwie im Spiel passiert. Gewalt ist niemals eine Lösung, Freunde. Bitte merkt euch das Ganze. Also wenn jemand gescammt hat oder so, dann lasst ihn mehr oder weniger in Ruhe. Ihr könnt ihn gerne melden. Meldet ihn im Forum, dass andere Leute Bescheid wissen. Meldet ihn auch gerne bei den Admins oder so. Dann können wir vielleicht mal irgendwie eine Scammer-Suche oder so dort aufnehmen. So wie beispielsweise bei dem hier, weil der ist halt auch extrem aggressiv. Ich habe das auf Instagram, glaube ich, gesehen oder Telegram. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe hier so eine Liste aufgeschrieben von Leuten, die mir geschrieben haben. Und die arbeite ich dann einfach immer ein bisschen ab. Wenn
du mich weiter beleidigst, bekommst du den Beacon nicht wieder. Okay, ich mach dich platt 1 versus 1 im Real Life. Also, vielleicht meint er auch irgendwie Ingame oder so, aber das, ich hau dir eins aufs Maul, ist jetzt nicht unbedingt, glaub, Logo, du Opfer. Oh mein Gott. Okay. Ich schreibe jetzt einfach mal okay. Oder warte, fragen wir nochmal ganz kurz, wie alt er ist. Wie alt bist du? Frag ich einfach mal, weil mir wurde gesagt, dass er 15 ist. Mal schauen, ob er wirklich, Digga, du bist also, alleine wie der schreibt, also der kann eigentlich gar nicht so alt sein, oder? Eigentlich nicht, Leute. Allein dieses ganze Digga und so weiter ist eigentlich ein Indiz dafür, dass noch etwas im Video. Willst du das wissen, Diggi? Alter, dieses Ding hier. Okay, nur so. Wir treffen uns ja eh. So. Okay, mal schauen, ob er es mir verrät, wie alt er ist. 14, du Hund, ich mach dich platt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Also, alleine, dass er so aggressiv ist mit 14, was ist denn los bei ihm? Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst auch gerne ein Like, wenn ihr davon mehr haben wollt, von diesen Scammer-Suchen und so weiter. 14, Hund, ich melde, mach dich platt. Hast keine Chance gegen mich. Ich bin der King, du Loser. Okay, dann lass treffen, so. Ja, okay, mal gucken, was er sagt, wenn ich zustimme. Er geht sicherlich nicht davon aus, dass ich wirklich zustimme, diesen Fight. Und ich werde mich definitiv auch nicht mit einem 14-Jährigen prügeln. Das sollte klar sein. Aber ich müsste euch mal ganz kurz vorstellen, dass hier, warte, was hat er hier geschrieben? Yo, ich komme mit meiner Gang vorbei um 15 Uhr. Die 14-jährige Gang oder was? Also, ganz kurz, Leute, ihr müsst euch mal ganz kurz vorstellen, wie ein 14-Jähriger in dieser Stimme hier sagt, yo, ich komme mit meiner Gang vorbei um 15 Uhr. Ich schlag dich zu Brei. Oh mein Gott, Leute. Ich werde das doch einfach mal, wie gesagt, jetzt hochpitchen, wie sich das normalerweise anhören würde. Ey, Junge, ich komme mit meiner Gang um 15 Uhr. Ich schlag dich zu Brei, Alter. Und ich glaube, je nachdem, mit wie vielen Leuten er kommen würde, von 14-Jährigen, könnte man es sogar theoretisch aufnehmen. Aber naja, ich werde mich natürlich nicht mit jemandem hier prügeln. Okay, wie willst du dahin kommen mit 14, ist die Frage auch. Also, der hat ja kein Auto oder so, wie will er da hinkommen? Also, er wohnt jetzt zufälligerweise in Osnabrück, aber das bezweifle ich jetzt einfach mal. Mit der Bahn, womit denn sonst? Bist du hängen geblieben? Er will mich töten! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss mal ganz kurz hier meine... Warte mal, Sharpness. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, den Fight würde ich gewinnen. Wenn er immer noch gleich PvP an hat, töten wir ihn. Ich muss nur ein bisschen regenerieren, weil ich hatte echt wenig Leben. Komm, ein bisschen regenerieren hier und dann töten wir ihn gleich. Okay, dann 15 Uhr schreibe ich nochmal. Können wir gerne machen. Jetzt steht er da wie so ein Trottel. Ich glaube, ich könnte ihn jetzt schon töten. Ich glaube, er ist nicht gut im PvP. Okay, lass auf ihn losgehen. So, zack. Okay, down. Okay, jetzt haben wir 6 Beacons. Jetzt habe ich schon... 6 Beacons. Yo, du Opfer, schreibt er. Oh mein Gott, du behindertes Stück Scheiß. Oh mein Gott, also ich wollte ihn ja wirklich die Items wiedergeben. Aber jetzt, wo er mich die ganze Zeit beleidigt und so, kann das eigentlich nicht sein. Also wir können ihn jetzt nicht einmal die Sachen wiedergeben. Klar, ich habe ihn ein bisschen provoziert, aber es ist eigentlich kein Grund. Vor allen Dingen, weil ich ihm direkt auch die Items wiedergegeben habe am Anfang und er mich weiter beleidigt hat. Das schreibt mir in die Kommentare. Also ich glaube, es ist nicht überzogen, ihn die Beacons nicht wiederzugeben. Ich lasse ihn sogar sein Haus. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn er so weitermachen sollte, auch in Zukunft, dann können wir ja gerne nochmal ein zweites Mal hier vorbeischauen und ihn dann gerne nochmal alles clearen. Aber ich denke, ich werde ihn mal jetzt ganz kurz hier den Rest wegnehmen. So, da sind wir, Leute. Ich werde nochmal hier die Beacons abbauen. Mal gucken, ob er es bemerkt. Momentan eh nicht, glaube ich, weil er hier ziemlich beschäftigt zu sein scheint mit meinem anderen Charakter. Ich gehe mal aus dem Vanish hier raus. Hey, moin, moin, was geht? Lieber Gangster Tim. Lende der Name schon. Ist schon ein bisschen komisch, aber naja. Ich schreibe ihn einfach mal Gangster Tim. Hi. Tim, hi, wollte ich schreiben. Warum so mad, schreibe ich mal. Der Typ da hat mich gescammt. Der hat dir doch deine Sachen wiedergegeben. Du musst das Arsch bestrafen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Kollege. Nur weil du die ganze Zeit beleidigst. Nö, ich bin voll normal gewesen. Ja, klar, du bist absolut normal gewesen, klar. Na gut, ich glaube, wir lassen das Ganze jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr den Ingame irgendwie nochmal seht oder so und er euch einfach random beleidigt, was ich glaube, weil, wie gesagt, er wurde mir schon öfters gemeldet, dann schauen wir auf jeden Fall nochmal vorbei, mal schauen, was er dann sagt. Wir können ihn ja dann nochmal irgendwie kontrollieren. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war auf jeden Fall hier der Gangster-Tim und ich glaube, den werdet ihr auf dem Server auf jeden Fall noch öfter sehen. Zumindest so, wie der sich hier verhält. Vielleicht wird er auch irgendwann gebannt von einem Supporter oder so. Aber, naja, Freunde, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr, sehr interessant.
interessanter Dude. Ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich da auftaucht. Du bist ja, für nichts zu gebrauchen. Oh mein Gott, jetzt beleidigt er mich sogar noch weiter. Was ist das denn? Na gut, okay. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt erstmal. Ich hoffe, dass er da morgen nicht wirklich hinfährt. Obwohl, ich könnte noch auflösen, dass ich es bin. Dann fährt er da vielleicht nicht hin. Ich will nämlich eigentlich nicht, dass er mit der Bahn dorthin fährt. MSG Gangster Tim, ich bin der Danny. Also wenn er da jetzt immer noch hinfährt, dann, ja, ist er einfach nur ein bisschen lost. Aber, na gut. Ich bin gespannt, ob er nächstes Mal behauptet, dass er da war. Aber, na gut. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was man mit so welchen Leuten machen soll. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein und tschüss.